Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, es hat einen Grund, warum wir hier sind. Richtig, weil hier pumpt Dreck in unser Wasser rein. Das können wir so nicht brauchen. Wo machen wir euch denn hin neu? Ich müsste mal Kollege Wasserfluss haben. Wie sehe ich das kleiner Mann? So, jawohl. Geht nach hier, geht nach da, geht nach irgendwo. Ich würde sagen, wir kaufen die Kachel und verunreinigen hier. Lasst uns mal schnell rausgehen, einmal Kachel kaufen. Wunderbar. Einmal den, einmal zurück. Da müssen wir bei der Eisenbahn noch was machen. Da gab es nämlich einen relativ sinnigen Kommentar. Also sogar sehr sinnig dahingehend. Moment, jetzt muss ich aber gucken. Sag mal, was macht denn das Wasser hier? Einmal in die Richtung, einmal in die. Das ist natürlich Käse. Hier können wir die Pumpen nicht hinstellen. Das pumpt ja alles dahin. Gehen wir mal in die Richtung. Habe ich auf der falschen Seite die Kachel gekauft? Wir müssten irgendwo was haben, was aus der Map rausgeht. Hier geht es überall rein. Wie kann das denn sein? Und hier ist irgendwie, geht es dahin. Wir haben hier nichts Schlaues. Guck mal. Da geht die ganze Pumperei geht da rein. Und wenn wir sie oben machen. Auch. Und hier? Ebenfalls. Es geht alles in die gleiche Richtung. Wir haben hier hinten noch eine Möglichkeit. Wo ist hier Ende Gelände? Weit weg. Geht aber auch eher rein. Das ist ja schon schräg. Aber ich würde sagen, wir könnten die Wasserpumpen tatsächlich hier haben. Was meint ihr? Das wäre, glaube ich, cleverer. Ich finde es aber ein bisschen... Das ist... Wobei, ist das nicht einfach die Windrichtung? Nee, Wasser und Abwasser. Das ist schon richtig soweit. Die Windrichtung, Luftverschmutzung, bla, haben wir hier unten. Ja, es müsste schon der richtige Reiter sein. Das ist schon das Wasser, wo es hinfließt. Aber das macht ja ganz komische Sachen hier. Hier hat man noch eine Insel. Ja, ist egal, wo wir hingehen, ist überall Käse. Wir machen die Teile hier hin. Einmal Wasserpumpe, bitteschön. Nee, nicht Wasserpumpe, natürlich. Sondern Abwasserabfluss brauchen wir hier. Zack. Dann kann es hier ein bisschen verunreinigen, das ist doch okay. Stadtgrenze überschritten. Ach, wir haben natürlich die Kachel noch nicht. Wo sind wir denn stehen geblieben? Warum? Ist aber interessant, dass wir den Schiffsweg hier machen konnten. Ich dachte, wir hätten die Kacheln alle. Ja, denkst du, dann wären wir hier unten, dann sind wir beim Thema. Das treibt tatsächlich in die Stadt rein. Also wie doof ist das denn? Was machen wir denn damit? Sollen wir es mal für den Moment noch lassen? Weil ich kann nicht viel machen. Tatsächlich. Wir können mal die Kacheln hier noch kaufen. Dann haben wir dort nicht so ein Loch. Finde ich dann tatsächlich auch schöner. Kaufen, dich kaufen wir noch. Und hier würde ich halt noch schnell warten. Gut. Es ist natürlich schon mit dem verschmutzten Wasser hier irgendwie, sagen wir mal so. So witzig ist es dann doch nicht. Aber für den Moment können wir fast nichts anderes machen. Ich gucke nochmal. Das ist schon richtig hier mit dem Wasser. Doch, ist es. Aber das ist ja eine Fließrichtung des Wassers. Also das verstehe ich so gerade nicht. Naja, gut. Ich würde es lassen, weil es bringt nichts. Ja, hier oben. Oh, guck mal, hier geht es zwar in die Richtung, aber wir kaufen ja die Kachel dann. Ja, ist auch Käse. Gut, aber hier unten ist Maximalkäse. Wir machen es hier hin. So, einfach den. Und hier zwei Pumpen hin. Machen wir gleich mal drei. Zack, einmal so. Ihr braucht ein Sträßchen, das kriegt ihr. Was ich jetzt natürlich nicht vergessen sollte, ist, dass wir die anderen wieder abreißen. Ich denke, das wäre tatsächlich so falsch nicht. Wir haben ja noch eine Kurve. Zack, dass wir da reinkommen. Den Rest können wir lassen. Gut, das haben wir. Das müsste funktionieren. Wir düsen zurück und wir sehen... nee, das sind Tote. Ich dachte gerade, die haben dort ein Abwasserproblem. Haben sie aber nicht. Abreißen mit Le Bagger. Die kommen weg. Jawohl. Dankeschön. Ich hoffe, das Wasser erholt sich hier wieder. Oder haben wir da irgendwie... Wir haben doch noch so eine Aufbereitungsanlage. Abwasseraufbereitungsanlage. Das könnte man tatsächlich auch machen. Die entfernten Schadstoffe werden zu Müll, der eingesammelt werden muss. Okay. Lehrmittelverschmutzung ist okay. Ich weiß nicht, ob wir so ein Teil schon haben. Ich würde sagen, wir gönnen uns das trotzdem. Dann hätten wir zwei. Warte, einmal hier. Muss ich das noch anschließen? Nee, das ist ja an der Straße dran. Da sind die Leitungen da drin. Gut, Thema Eisenbahn. Ausgehende Verbindung. Oh, mittlere Stadt. Ja, es geht vorwärts. Sehr gut. Schließen wir. Gucken wir gleich, was wir haben. Thema Eisenbahn. Das geht ja nur in eine Richtung raus. Hier habt ihr geschrieben und das ist absolut richtig. Wir müssen mit der Eisenbahn auch noch in die Richtung raus, würde ich vorschlagen. Das wäre dann doch auch noch. Das wären doch noch ein paar Meter. Wo ist unsere Eisenbahn? Die kommt hier lang. Ich würde sagen, hier irgendwie ein Abgang. Schauen wir mal schnell. Erreiche mir eine Schiene. Eisenbahn. Doppelschiene haben wir, glaube ich. Jawohl. Na, hier die Biege machen. Kriege ich das hin? Mit Kurve natürlich, sonst kriege ich hier keine Biege hin. Ja, wieso?
Oder muss ich ganz rüber? Ich muss eigentlich ganz rüber. Dann bleiben wir oder gehen wir auf Höhe. Die 20 Meter, dann passt das. Jetzt einmal den. Dann runter auf 0. Und dann hier rein. Da ist jetzt allerdings schon wieder die Stadtgrenze erreicht. Moment. Wir gönnen uns noch mal eine Kachel. Wir haben noch ein paar. Dich brauchen wir und dich brauchen wir. Sonst kann ich das nicht machen. Ach so, ich kann ja... Doch, ziehen kann ich. Die Linie kann ich, glaube ich, dann machen. Das geht. Wir müssen uns mal wieder um die Nachfrage kümmern. Wir sind jetzt immer beim Verkehr gewesen, aber ihr habt ja gesehen, das hat natürlich auch alles seinen Grund. Habe ich jetzt die Kachel gekauft? Gibt's doch nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Moment, ich möchte doch die Kachel haben. Ich habe die falsche gekauft. Wobei, falsche Kacheln gibt's nicht. Von daher haben wir schon die richtige erwischt. So, einmal so. Dann haben wir hier ein größeres Gelände. Wir brauchen Kollege Eisenbahn. Und wollen hier rein irgendwo, da vorne. Batz, einmal gelegt. Und dann haben wir in beide Richtungen das Ganze. Und jetzt brauchen wir aber natürlich nochmal eine Linie. Das wäre dann hier. Von unserem Bahnhof hier vorne. Ich würde mal sagen, von dem Gleis aus. Nee, das ist nicht angeschlossen. Kann ich das nochmal wegnehmen? Ja, vom anderen Gleis aus. Da haben wir zwar eine Doppelbelegung. Nee, dann müssen wir hier die Gleise anschließen. Das machen wir auch gleich mal. Da würde ich doch glatt hier reingehen, wenn es irgendwie geht. Da ist wieder überlappend und zu groß. Jetzt kriegen wir irgendwie hin. Nee, das gefällt mir nicht. Wie gehen wir da in die Gleise rein? Im Prinzip müssen wir halt auch die Höhe haben. Gehen wir mal auf 20 Meter. So geht's. Da überlappt zwar was, aber das können wir machen. Da kommen wir dort in die Gleise rein. Bat, okay. Würde heißen, jetzt müssen wir das eigentlich anwählen können. Eisenbahnlinie. Dass wir hier reingehen. Und dann hier vorne in die Richtung. Und dann da raus. Haben wir es hier? Jawohl, wir haben es. Und das Ganze dann natürlich auch zurück. Dass wir hier rauskommen. Bats müsste passen. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ich hoffe, wird niemandem übel beim Rückwärtsfahren. So, und dann hier ins gleiche Gleis rein. Das wäre dann das hier. Geht das? Moment. Bats. Müsste geklappt haben. Jawohl, Eisenbahn. Nee, Eisenbahn haben wir erst eins. Jetzt hat es, glaube ich, geklappt. Jawohl, dann haben wir die Linie daraus ebenfalls. Sehr gut. Dann kommen wir mit der Eisenbahn hier überall raus. Jetzt haben wir aber natürlich noch den Güterbahnhof, der fehlt. Da haben wir gesagt, vielleicht zum Hafen. Ich möchte aber ganz kurz kontrollieren. Warum habe ich das gebaut? Weiß das jemand? Ach, hier hinten ist, glaube ich, noch Öl. Oder was hatten wir hier hinten noch? Lasst uns schnell gucken. Ja, genau. Hier wollten wir noch eine Öldingens machen. Das machen wir natürlich auch noch. Aber ich möchte ganz schnell gucken wegen dem Verkehr. Ja, hier sieht man, hier ist eben auch schon wieder ein Problem. Dahingehend, das funktioniert so auch nicht. Wir haben hier so viele Leute, die in die Stadt rein wollen. Ich gucke mal hier schnell. Hier hatten wir letztes Mal ein Riesenproblem. Ist viel besser. Guck mal. Sieht man hier. Das können wir eigentlich schließen. Ja, da hatten wir einen Stau bis da oben. Das Tamday war ja so, dass man hier tatsächlich zur Brücke hochgeguckt hat. Und hier war nur noch... hier waren nur noch Autos ohne Ende. Ein bisschen Stau ist hier immer noch. Man sieht... So richtig fahren tun sie nicht. Aber für den Moment würde ich sagen, passt. Aber hier hinten, dass wir hier nochmal schnell schauen. Das verbreitern hier das Ganze. Dass das hier breiter reingeht, wäre eine Option. Das mache ich mal. Gerne mit sowas in die Richtung und dann sowas. Ersetzen. Ja, das ist eine ordentliche Ersetze. Wir ersetzen mal. Und dann haben wir eine ungültige Form. Da komme ich so nicht rein. Das ist natürlich doof. Dann versuchen wir es halt doch ein bisschen kleiner. Ersetzen nochmal. Dann haben wir wieder dieses... Das geht, aber guck mal, es ist halt so doof. Irgendwie das verschiebt sich irgendwie immer. Jetzt fliegen sie wieder. Guck mal, wir haben fliegende Autos. Hat auch nicht jede Stadt. Moment, nochmal raus. Hier schnappen, da rein. Ungültige Form. Jetzt komme ich da nicht in die Brücke rein. Aber die Höhe geht so nicht. Moment, ich baue es. Warum geht denn das jetzt nicht? So geht's. So geht's auch. Jetzt geht's. Gut. Weil ich möchte halt die Brücke erhalten tatsächlich. Was haben wir hier für ein Problem? Irgendwas wird hier geschrieben. Eine Sackgasse. Ich habe es in die falsche Richtung gemacht. Kann das sein? Das Ding. Ja, wir müssen runter. Okay, ich kapp's nochmal. Zack, das machen wir richtig. Wenn wir es machen, nämlich wir schnappen uns das.
Und dann gehen wir hier rein. Oder wir gehen nachher hier rein. Zack, einmal den und dann einmal rein. Vorher ging es doch gerade. Da hat doch nichts überlappt. Jetzt überlappt wieder irgendwie was. Und ich möchte natürlich, wenn es irgendwie geht, hilft das, wenn ich so mache? Nee, es überlappt halt immer noch. Geht auch nicht. Wir kappen es nochmal. So, es ist aber schon die richtige Richtung. Wir wollen ja rausfahren. Aber wisst ihr was? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, hier den Stau zu verhindern. Und zwar schlicht und einfach, indem wir hier die Brücke gar nicht nutzen, sondern das Tunnel dort haben. Finde ich aber irgendwie eine doofe Idee. Also das gefällt mir tatsächlich nicht. Komme ich jetzt da rein? Ja. Gut, jetzt passt und jetzt stimmt auch die Richtung. Jetzt haben wir hier nichts mehr. Jetzt spricht sich wahrscheinlich rum, dass die Straße wieder funktioniert. Jetzt werden sie wieder daherkommen, hier in rauen Massen. Sehe ich kommen. Gut, ich habe gesagt, wir müssen mal den Dingen hier wieder nachkommen. Aber ich würde tatsächlich, glaube ich, zuerst hier das mit dem Öl machen, wenn wir das schon mal angeleiert haben. Das war der hier. Ja, hier eine Straße und irgendwo hier hin und hier hinten das Öl gewinnen. Das wäre ungefähr die Idee. Machen wir mal. Was haben wir hier für eine Straße? Eine relativ breite wäre das, glaube ich. Und dann nicht ersetzen, sondern gerne bauen. Ne, das ist die falsche. War das eine Schnellstraße hier? Das bringt nichts, weil wir brauchen ja hier natürlich dann auch wieder... Wir bauen keine Schnellstraße, weil... logischerweise dann haben wir natürlich wieder kein Dingens hier. Sagt mir. Kein Abwasser, kein Wasser und keinen Strom. Und irgendwie möchte das so auch nicht funktionieren. Das muss aber schon auf die Null runter. Wie sollen wir sonst hier irgendwie... Jetzt geht's. Mit einer Kurve geht's. Dann machen wir hier doch eine schöne Kurve. Dann machen hier das Teil hin. Das passt schon mal. Das darf meiner Meinung nach auch mal eine Sackgasse sein jetzt. Da müssen sie halt dann drehen, weil da hinten... Sonst müssen wir doch eine Brücke machen. Das würde ich lassen. Aber Industrie... Speziale... Öl. Irgendwie... Zack, hier. Sehr gut. Und jetzt wird es wieder abenteuerlich. Mit diesem Gerät hier. Ich glaube, ich bin eh schon falsch. Das funktioniert doch so nicht. Ja, oder vielleicht schon. Wir finden es gleich raus. Zack, und hier einmal zurück. Nee, das ist doch... Es ist halt schon wieder irgendwie völlig falsch. Das geht so nicht. Wir gehen nochmal raus. Gehen nochmal ganz raus. Machen den hier und nehmen das nochmal anders. Allerdings, ich brauche den Reiter. Ich möchte ja sehen, was ich tue. Zack, einmal so. Wenn ich das jetzt rausziehe, jawohl, jetzt müsste eigentlich stimmen. Dann hier mitnehmen. Das kann man ja wirklich tatsächlich sehr schön machen, wie man sieht. Wenn man wenn man es mal raus hat. Ich behaupte jetzt nicht, ich habe es raus. Ich behaupte jetzt einfach mal, es geht besser wie auch schon. So, einmal den. Und guck mal an, wenn es denn funktioniert, macht das sogar Laune. Das muss ich sagen. Da haben wir es eingezeichnet. Sehr gut. Dann haben wir hier wieder Öl. Jetzt fehlt aber denen tatsächlich Wasser. Wir wissen warum. Ja, weil das eine Schnellstraße ist. Sehe ich das richtig? Ja, Strom kriegen sie. Okay. Aber die Wasserleitung ist hier zu Ende. Die müssen wir tatsächlich weiterziehen. Abwasser wahrscheinlich auch, nehme ich an. Schimpfen sie da? Ich weiß nicht, was da runter ist hier. Zeig mal. Wobei, ist doch angeschlossen. Guck mal, hier ist doch angeschlossen, das Ganze. Ah, hier ist halt Feierabend. Achso, das sind die Leitungen. Das sind die Leitungen von dem Gebäude, von dieser Öldingens, die hier langführen. Und hier geht es halt nicht weiter, weil halt die Brücke ist. Und die Brücke irgendwie eine Schnellstraße ist, beziehungsweise, nee, das hat nicht mal mit Schnellstraße zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass das Wasser über die Brücke nicht funktioniert. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir das anders hinkriegen. Wir machen hier eine Doppelleitung von hier nach da hinten. Ganz einfach. Ich würde sagen, hier rein. Passt das? Jawohl, ist weg. Gut, dann haben wir das auch angeschlossen. Das müssen wir uns halt merken, dass Brücken tatsächlich einfach kein Wasser leiten. Das ist einfach so. Gut, was haben wir hier noch für ein Problem? Ach, was habe ich denn hier gebaut, sag mal. Das ist ja auch interessant. Das geht so nicht. Ich dachte, ich hätte es angeschlossen. Ich würde sagen, falsch gedacht, Herr Heisenberg. Kriegen wir aber hin. Oh ja, genau, Polizei und Co. müssen wir natürlich uns alles auch nochmal ansehen. Das ist ganz klar. So, einmal so und dann da rein. Und jetzt müsste das Ganze eigentlich angeschlossen sein. Das habe ich vorher schon gesagt, aber jetzt stimmt es wenigstens auch. Sehr gut. So, und jetzt kümmern wir uns mal um die Nachfrage. Bevor wir irgendwas anderes machen, werden wir jetzt mal das machen. Wir sehen hier aber, obwohl wir das gemacht haben, was da vorgeschlagen wurde, wir haben immer noch
Gewerbeprobleme hier tatsächlich. Und zwar relativ massive, wie ich finde. Das ist ärgerlich, weil wir haben ja tatsächlich beim Geld hier bei der Produktion dafür gesorgt. Getreide. Wobei, das ist halt immer noch rot. Wisst ihr was? Wir müssen weiteres Getreide machen. Wir schauen mal schnell. Ich weiß, ich wollte mich um die Nachfrage kümmern. Also um das hier unten. Aber ja, wir müssen halt trotzdem. Oh, hier haben wir noch mal eine große Fläche. Hier haben wir noch mal eine. Und hier haben wir ja auch noch mal. Ein bisschen hätten wir hier noch mal. Hier haben wir die beiden gemacht. Kriege ich hier noch mal so ein Teil hin? Da brauche ich wieder eine Straße. Ich würde fast eher vorschlagen, wir machen hier was. Sprich, wir brauchen hier auch noch mal eine Kachel. Und zwar dich und dich. Dann nehmen wir dich noch mit und dich. Kaufen, Dankeschön. Dann können wir hier nochmal Getreide machen. Dann müsste das gelöst sein. Aber wir haben 16 Punkte. Da möchte ich natürlich dann auch relativ schnell dazu kommen, dass wir da auch was machen. So, eine breite Straße. Keine Einbahn. Machen wir so. Von irgendwie hier rausgehend. Oder von hier ausgehend, könnte man bald sagen. Mal nach da hinten. Mal gucken, ob das schon reicht, wenn wir das hier einblenden. Ja, wenn wir hier das Gebäude haben, dann reicht das. Also, nochmal ab zum Getreide. Batz einmal den und dann das wieder einzeichnen. Stimmt, doch, müsste halbwegs passen. Ja, schau mal an, eben, also wenn man es dann zwei, dreimal gemacht hat irgendwie, dann funktioniert es eben doch. Man sieht, wir haben halt den Kreis dort. Jawohl, hier einmal Getreide und da passt natürlich noch ein zweites Teil hin. Würde ich uns glatt nochmal gönnen. Vielleicht sogar ein bisschen weiter reingezogen. Dass wir hier nochmal eine Straße machen. Zack, einmal so. Das hier wieder uns schnappen. Und das Ganze dann hier haben. Jawohl, passt. Ja, da ist der... Nee, das ist wieder falsch rum. Das ist immer noch falsch rum. Wie kriege ich das denn jetzt hin, dass das nicht falsch rum ist? Mach mal. Ich habe es gerade noch gelobt. Ich muss im Prinzip das hier haben. Aber dann muss ich doch hier los, beziehungsweise das hier dann ziehen. Ich kann das hier nicht ziehen, seht ihr? Okay, machen wir es wieder so wie vorher. Halt, einmal den hier ganz raus, dann den hier, diesen und dann müsste das doch wieder richtig sein. Ja, jetzt stimmt es, glaube ich, wieder. Wenn ich das jetzt hier schnappe, ja, jetzt haben wir es wieder richtig rum. Wir machen das ein bisschen genauer, würde ich vorschlagen, damit wir wirklich alles mitnehmen, was wir hier sozusagen haben. Und dann haben wir die Getreideproduktion, glaube ich, schon. Gut, das geht nicht. Da überlappt wieder was. Ich muss hier zurück. Dann machen wir. Gut, dann haben wir hier nochmal Getreide. Das müsste soweit passen. Jetzt haben die aber auch ein Problem hier. Echt mit Abwasser? Okay, haben wir ein grundsätzliches Problem. Das sind doch ganz normale Straßen. Eine Brücke haben wir nicht. Haben wir vielleicht ein grundsätzliches Problem tatsächlich. Wasser ist okay. Abwasser ist auch okay. Hier ist es, guck mal, hier ist es nicht verbunden. Was habe ich denn hier für eine Straße verwendet? Ist das eine Schnellstraße? Okay, ich habe natürlich Schnellstraßen ja getestet, dass wir Schnellstraßen hinstellen. Stimmt. Okay, da müssen wir das hier verbinden. Das hilft ja nichts. Wasser und Abwasser. Unterirdisch von hier nach da. Das müsste funktionieren. Dann müsste das hier eigentlich weggehen. Geht's auch. Dann haben wir aber noch ein anderes Problem, nämlich ein Stromproblem. Könnte auch haben. Da ist das Ganze halt auch tatsächlich nicht verbunden. Dann verbinden wir das mal. Moment, gehen wir nochmal raus. Wo habe ich denn den Strom? Hier einmal den. So, da rein. Passt das schon oder brauchst du noch was anderes? Nein. Jetzt passt. Und hier hinten bei dem wird es auch passen. Wo ist er? Hier. Jawohl, das passt auch. Gut, dann können die arbeiten. Jetzt würde ich sagen, lasst uns schnell mal zu den Punkten gehen. Wir können hier noch Sachen freischalten. Anschlussstellen, Tiefgaragengebäude. Das ist natürlich was Sinniges. Eine Tiefgarage, die Platz auf der Straße spart, welcher wiederum anderweitig genutzt werden kann. Was haben wir an Punkten? 12. Das würde ich glatt mal freischalten. So eine Tiefgarage ist sicher nicht so falsch. Beim Wasser haben wir hier die Pumpe noch. Beim Strom haben wir hier auch noch ein paar Sachen. Seuchenschutz, Gesundheit. Gesundheitsinstitut, das wäre so schlecht natürlich nicht. Wir haben 12 Punkte noch. Das Gesundheitsforschung untersucht Möglichkeiten, wie sich das Leben der Bürger gesünder gestalten lässt und schafft bei ihnen durch Vorträge und Aktivitäten im Freien ein Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise. Das schalten wir mal frei. Dankeschön.
Können wir schnell gucken. Straße. Wo haben wir sie? Unterirdisches Parkhaus. Das machen wir. Bad einmal hier. Und dann machen wir das hier noch im Zentrum irgendwo. Wo wir Platz haben. Bad einmal da. Lass uns das mal ansehen. Ja, sieht doch gut aus. Dafür schnell das Hard weg. Boah, das ist doch cool. Ja, eben. Spart natürlich Platz. Ist halt unterirdisch. Sehr schön. Gut, jetzt hatten wir aber noch das Gesundheitsdingens. Habe ich das jetzt noch nicht freigeschaltet? Wir haben irgendwie... Doch, habe ich doch freigeschaltet. Die Gesundheit, da ist es ja. Gesundheitsforschungsinstitut. Okay, das macht 10 Parkunterhaltung stadtweit. Also die Parks und die Seuchen, das Seucheninfektionsrisiko geht runter. Und das ist ein ordentliches Gerät. Und stadtweit heißt natürlich, dass wir das tatsächlich irgendwie hier hinsetzen können. Wenn es in dem Sinn nicht überlappen würde. Hier geht's. Bad. Einmal gebaut. Das freut hier die Leute wieder. Und auch das ist ein ordentliches Teil. Da nehme ich doch glatt nochmal kurz das HUD weg. Einfach weil es gut aussieht. Schönes Teil. Gut, okay. Dann würde ich sagen, wir machen hier einen Break. Wir haben einige Sachen gemacht. Wir haben da hinten Öl gewonnen. Beziehungsweise, wo war das jetzt gleich nochmal? Doch, hier ist Öl, genau. Und hier haben wir nochmal irgendwie Landwirtschaft, Getreide. Das sollte uns auf Dauer eigentlich schon helfen, denke ich. Ansonsten wird das hier langsam zu meinem persönlichen City Skylines Highlight. Und das hier ist eben wieder Anfang. Der möchte noch nicht so gedeihen. Da können wir aber vielleicht später auch was machen. So, und jetzt nochmal. In der nächsten Folge werden wir uns tatsächlich darum kümmern, dass wir hier weiter bauen. Das ist für mich ganz klar. Weil jetzt haben wir so viel mit Verkehr gehabt etc. Jetzt müssen wir auch wieder gucken, dass hier die Stadt ein bisschen wächst. Ich danke euch fürs Zusehen. Und dann auf Wiedersehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.